Unsere Woche begann diesmal im Winter Wonderland Flachau mit rundum Verwöhnprogramm. Nicht umsonst ist Flachau der pressefreundlichste Weltcuport. Lokalmatador Hermann Mayer ist auf seiner Hausstrecke immer noch schnell. Zu schnell. Beim Legendenrennen anlässlich des 20-jährigen Weltcup-Jubiläums in Flachau nutzte ihm das gar nichts. Es wäre um Gleichmäßigkeit gegangen. Sein Tipp an seinen Rennpartner, den kleinen Rupert Pichler, war einfach. Gib Vollgas und ich passe mich an. Das Zeitgefühl ist bei den Schweizern einfach besser. Urs Kellin kam ex aequo mit seinem Jungtalent ins Ziel. Vollgas gaben auch andere Legenden wie Bartel Gänzbichler und Silvia Eder beim Feiern, die Thalmann-Fans beim Anfeuern und Andreas Gabalier vom Mikro. Sportfans wie die Brüder Obauer, hier mit Hans N., wollten beim Nachtslalom natürlich keine Sekunde versäumen. Versäumt habt ihr was, wenn ihr nicht bei der Verleihung der Integrationsstipendien wart. 4 von etwas weiter her zugreiste wurden in das Startprogramm aufgenommen. Junge Talente mit Migrationshintergrund. Dafür kam sogar Staatssekretär Kurz und durfte erleben, wie in Salzburg Kulturaustausch funktioniert. Im Tanz mit der Brauchtumsgruppe St. Koloman. Zum Tanz mit Schwarzen lud auch die ÖVP ins Kavalierhaus Glessheim. Die schwarze Politspitze traf sich trotz angespannter Finanzsituation am glatten Parkett zum Feiern. Oder genau deswegen. Ist ja eh schon wurscht. Für glatte Pisten haben wir ein neues Lieblingsspielzeug entdeckt. Das Snowglide. Ein Skateboard für den Schnee. Im Tiefschnee ein Totalversager, auf gebrettelten Hügeln und Kinderpisten ein Spaßgerät. Auch wenn man es nicht kann. Das Snowglide ist unser Must-Have der Woche.